Ladies and Gentlemen, Madames et Messieurs, verehrtes Publikum, willkommen zur größten Podcast-Zirkus-Show. Das ist Chaos für Anfänger, Staffel 3. Und nun Manege frei für Like Jerry und Noah Bibel. Hallo! Was geht ab? Hör auf, damit ich hasse das. Nee, mach du. Fang an zu reden. Ja, das war jetzt viel zu spät. Ja, Sag Hallo. Hallo, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chaos für Anfänger. Jetzt mal ehrlich. Toll. Das war doch schön. Kannst du dir vorstellen, dass wir... Eine Band haben? Ja. Oh Gott. Das glaube ich wäre nicht gut. Ich glaube, die Stadien würden wir nicht füllen. Wir würden dafür sorgen, dass es Stadien nicht mehr gibt. Dass keiner mehr hingehen würde. Oha, wenn ich singen würde, würden alle... in Chören zu mir schwimmen. Nein, ich meine, wir haben mal eine Idee gehabt, einfach mal, hey, wir können irgendwie die Sachen gar nicht mehr filtern, was wir alles so erleben, lass mal einen Podcast machen und darüber sprechen. Und jetzt sitzen wir in einem Zirkus in der dritten Staffel und haben so viele Folgen produziert, waren so viele Gäste schon hier. Das ist krass. So, überleg dir mal, also vor 5 Jahren hätte ich gesagt, ja, es wird niemand in meinem Podcast sitzen. Vor allem, dass wir haben ja nicht nur eine Kamera, Leute, ne? Ich dachte mal, vor allem Podcast, wir haben 3 Kameras. Wir haben eine eigene Regie haben wir, die das so selber schon live schneidet und mischt und das alles so macht, dass wir super klingen. Das ist Wahnsinn. Also, ich hatte früher gar Podcast, das Mikrofon in der Hand und zu Hause sitzen und la 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 mit dem iPhone filmen. So habe ich es mir irgendwie früher vorgestellt. Und dass wir daraus so eine eigene TV-Show gemacht haben, ist, gefällt mir. Ja, aber auch was wir... sind wir mal ehrlich, was wir da für einen Aufwand auch im Internet das gemacht ist krank. Haben. Ja, das so, ist also wenn ich jetzt mal so an Kim Victoria und ich habe eine ganz andere Stimme-Sache denke oder an so auch Krappi und KS, Krappi, das Thema Krappi KS, auf einmal macht KS ein Video und guck mal, am Ende des Tages macht KS Freak ein Video über unseren Podcast. Unser Podcast. Das ist schon, weißt du, ich cool finde, weil das ist immer so, wir sind hier, finde ich mal, in so unserer eigenen Bubble, in so unserer eigenen Zone. Und vergiss immer, dass es rausgeht, ne? Und jetzt habe ich mein Mikrofon geschlagen, es tut mir leid. Und dann vergisst du aber, dass das auch in die... Also auch andere sehen, also sehen ja wirklich andere Leute und nicht nur Zuschauer von uns, weil ohne euch, wenn ihr das nicht hier schauen würdet, dann würden wir auch sowas alles nicht mehr machen können. Deswegen, würden wir auf dem Trocknen sitzen. Ein bisschen. Aber dass auch andere YouTuber und andere TikToker das sehen können und da darauf auch reagieren können, das ist, ich finde das ganz verrückt irgendwie, weil das so unser Ding ist, was sie benutzen, um daraus eine Idee zu machen, ein eigenes Video zu entwickeln, weißt du, für sich. Das ist schon cool. Ja, wir haben eine Menge Content in die Welt gehauen irgendwie in den letzten Staffeln und natürlich auch wieder mit dieser Staffel. Und es ist so krass, also wir vergessen dann manchmal auch so, wie viel das eigentlich sind. Wir sitzen immer hier und ist kein Geheimnis, dass wir auch immer in Vorproduktion mit allen Staffeln gesteckt haben. Und dann machst du das hier so 12 Tage am Stück, da kommen hunderte von Gästen hierher, du machst richtig, richtig geile Folgen, bist am Ende auch echt am Arsch. Yeah. Also so jedes Mal so, Nora und ich, nach jedem Tag, wenn wir Podcast machen, gehen wir in den Fahrstuhl, gucken uns beide noch so an, denken uns, weißt du was, halt die Schnauze. Von das Auto, die Rückfahrt, wir reden nicht. Nee. Also, obwohl wir haben jetzt schon mehr geredet als letzte Staffel war ganz schlimm. Wir haben nicht miteinander geredet, wir waren einfach im Auto, waren still, bis wir zu Hause waren. Gerade Nacht. Guten Nacht. Und sind hoch und runter gegangen, weil du einfach, du redest den ganzen Tag und wir lieben es auch zu reden. Und ich, ach, ja, auch im Mittelpunkt zu stellen, das ist ja alles toll. Das ist ja auch alles der Wahnsinn, weißt du, ich finde es affen geil, aber auch nach so einem Tag, wenn du dann noch so 3 Gäste hast oder am schlimmsten noch 3 Einzelfolgen, weil da hast du immer so richtig viel, weil wenn du das nur mit so zweit ist, bist du einfach ausgelaugt. Ja, definitiv. Aber ein schönes Ausgelaugt, finde ich immer. Überleg dir das halt mal. Und das ist echt, da haben wir ein bisschen was auf die Beine gestellt, was crazy ist. Aber kannst du dich auch noch vielleicht an Sachen erinnern? Gab es vielleicht mal Tage, wo wir vielleicht mal eine Folge gemacht haben und die vielleicht nie die Öffentlichkeit gesehen hat? Nein. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, also ihr müsst wissen, so ein bisschen in der ersten Staffel haben wir, war auch das bei uns neu. Wir haben viele Fehler gemacht. Wir machen Podcasts und ich finde auch gut, dass wir Fehler gemacht haben, weil jetzt im Nachhinein wissen wir halt, wenn wir irgendwann mal eine Staffel auf dem Mars machen, dass wir halt dann aufpassen, wenn wir da einfliegen lassen und so. Das gehört dazu und ich finde auch voll gut, dass wir Fehler gemacht haben, weil wir einfach daraus gelernt haben, wie es weitergeht und so. Ich habe mich gerade schon wieder wiederholt. Lust und lol. XT-Roffel. Und es gab Folgen, die wir nicht veröffentlicht haben. Also wir können ja auf jeden Fall mal sagen, wir haben eine Folge gedreht mit Tim Dolle, die wir nie veröffentlicht haben, weil es einfach aus allen Rudern gelaufen ist. Diese Folge kam in den Schnitt und wir haben nur die Antwort bekommen, nee, geht nicht. Ja. Also, was ist denn da passiert? So, Jungs, das können wir nicht ausstrahlen. Ich habe Tim gefragt, wie Jerry am Set ist, also als er noch bei Köln gedreht hat, ob er quasi genauso ist wie zu Hause halt einfach Jerry oder ob der halt genau anders ist. Und man sagt, ja, Jerry ist manchmal schon ein bisschen zickig, hat er gesagt oder so.
Und dann ist Jerry ausgerastet und wurde richtig salzig. Ich meine so, nein, das stimmt gar nicht. Und es kam kein Gespräch mehr zustande, weil Jerry voll abgefuckt war. Tim war so, scheiße, hab ich jetzt was Falsches gesagt? Und ich saß da so. Ich hab's mal vergessen. Ich sag so, oh nein. Ich dachte, wir waren viel mehr bei den Pimmel-Stories und so. Das kam danach. Ach so. Weil wir dann einfach irgendwie ausgewichen sind zu einem anderen Thema, um lustig zu werden, haben wir dann die ganze Zeit über Pimmelschwänze und Analfick geredet. Er hat gesagt, dass ich zickig war am Set. Ja. Jetzt kann ich mich schon wieder aufregen, sag ich dir so, wie es ist. Ja, vielleicht. Dass du eine kleine Drama-Queen bist, das hat er gesagt. Eine Drama-Queen? Ja. Und dann hab ich gesagt so, ja, okay, das kann ja sein, hab ich gesagt. Vielleicht habe ich mich auch da. Ich bin reingesteigert, glaube ich, eher. Weil es war eher lustig gemeint. Ja? Ja. Also du hast dich ein bisschen reingesteigert, also sage ich einfach so, ne? Ja, ja. Als dein bester Freund. Du hast dich ein bisschen reingesteigert. Tim war auch dann, er hat dann gelacht und hat dich ein bisschen sauer gemacht, was ich dann auch dann verstanden habe. Und ich saß dann dazwischen und dachte mir so, oh scheiße, hätte ich mal besser nicht gefragt. Ich wollte jetzt nicht ganz Streit anzetteln. Das war ja, schon. Es ist, guck mal, also man muss so sagen, Podcast war für uns eine ganz neue Welt. Das war ein ganz anderes Universum und auch für jeden da drauf, auch für euch. Ihr habt ja auch vielleicht mit unserem Podcast natürlich das erste Mal Podcast gehört. Also wir haben Nachrichten bekommen, ich höre nur euren Podcast und so. Das ist ja auch genau richtig so, macht weiter so. Aber wir wussten nicht, wie verhält man sich Mikro an den Mund und jedes Mal, ach Leute, und seid ihr dumm und warum denn das Mikro nicht am Mund? Und ja, also es gab einfach Folgen, wo wir gesagt haben, naja, nehmen wir halt dann auch einfach nicht. Nee, wenn wir uns ein bisschen leiten lassen, wir wollten halt, ich fand schon ein bisschen, wir wollten einfach lustig sein. Wir wollten einfach lustige Folgen rausbringen, die Leute unterhalten, aber auch gleichzeitig wollten wir auch ernste Themen ansprechen. Wir haben uns vielleicht ein bisschen darin mal in der einen oder anderen Folge verloren, einfach, dass wir zu lustig sein wollten einfach oder was so. Haben wir da gemacht? Oder zu ernst sein wollten. Sagen? Ja, natürlich, klar. Ey, das ist Fehler. Ich sag dir ehrlich, über Fehler kann man sprechen. Das ist wichtig. Dann sag mal das, was du meinst, bevor ich jetzt was anderes sage. Nee, es gab ja nur einen fatalen Fehler, den wir gemacht haben. Einen fatalen. Ja. Ja. Soll ich meinen Namen sagen? Weiß ich jetzt nicht. Wir haben einfach eine Folge produziert, wo wir. Ihr müsst euch natürlich auch vorstellen, wir waren zum Anfang, wo wir den Podcast gemacht haben, war das so, ja okay, wir müssen auf jeden Fall Folgen machen und wir müssen uns vorher überlegen, was kann der Gast sagen, damit wir dann wissen, okay, wie kann das jetzt vielleicht aussehen? Und daran haben wir uns verrannt, sagen wir euch ganz ehrlich. Und das machen wir auch einfach schon lange nicht mehr, weil es einfach Quatsch war. Danach haben wir das nie wieder gemacht. Danach nie wieder. Und es gab einfach eine Folge, wo wir den Gast dahin leiten wollten, dass er uns das sagt, was wir hören, was wollen. Und wir haben nach der Folge, als die Folge zu Ende war, haben wir dann auch, ne, das war das erste Mal sogar, wo es blöd war, mit Tim war dann das danach das Mal, wo auch dann die Regie meinte, so, Jungs, das war echt asozial von euch so ein bisschen. Und das war auch, wir haben es auch echt schlecht gefühlt, wir haben es dann entschuldigt und so, weil wir sind die Letzten, die hier irgendjemanden bloßstellen wollen. Wir stehen hier für alles mit dem Podcast, aber nicht, dass wir hier irgendjemanden bloßstellen wollen oder irgendjemanden dazu bringen wollen, hier irgendwas zu sagen für Klicks oder sowas. Das machen meistens die Leute dann schon von ganz alleine. Wir haben uns echt verloren. Wir haben uns echt verloren, echt verraten. Und wir haben es richtig schlecht gefühlt. Wir hatten ein richtig schlechtes Gewissen. Ja. Und wir haben uns richtig eklig gefühlt, weil einfach so sind wir nicht. Wir haben dachten wir, oh mein Gott, machen wir jetzt wirklich alles dafür so? Und dann haben wir das überdacht kurz und haben dann reflektiert. Und dann waren wir auch sehr erwachsen und sagen, hey, war scheiße, wir entschuldigen uns, machen jetzt weiter, machen wir einfach nicht mehr. Ja. Unter dem kommen die Leute gerne hier einfach rein und sagen, oh wow, wir kommen sogar wieder. Ja, weil wir jetzt einfach, und das ist ja das, was wir lieben und was wir erfüllt haben, wir haben halt damals haben wir einfach geguckt, boah scheiße, wir müssen unbedingt, das muss jetzt. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben was gefragt, wir haben nicht die Antwort bekommen und wir haben einfach ein paar Minuten später die gleiche Frage nochmal gestellt, damit wir die Antwort bekommen, die wir haben wollen. Ich spitze jetzt schon wieder, so, als wenn ich in der Situation wieder bin. Das war einfach eklig, das war asozial. Und ich bin richtig froh, dass wir das erstens nie veröffentlicht haben, zweitens wir immer noch sehr, sehr gut mit dieser Person stehen, weil es einfach dumm war und auch die Person hat es verstanden, aber es war einfach dumm. So, wir waren einfach, da waren wir richtige Kinder. Ja, da waren wir richtige Kinder, die sich vom Internet haben leiten lassen. So, aber es gab auch das Gegenteil, wo in einer Staffel Personen unsere Staffel mit Füßen getreten haben. Ja. Das gibt auch eine Folge, die wir nicht veröffentlicht haben, wo wir uns dagegen entschieden haben, dass wenn wir diese Folge jetzt veröffentlichen, wird der Gast definitiv in euren Köpfen nicht mehr so sein, wie ihr denkt, dass er ist. Und wir sagen jetzt auch wieder keinen Namen hier, aber hier hinzukommen und das alles schlecht zu reden, was wir hier gemacht haben, unser Studio wirklich in den Dreck zu ziehen, zu spät zu kommen, und ich rede hier nicht von 5 Minuten. Was macht mich schon so wieder sauer, ganz ehrlich. Es war einfach asozial, es war richtig, richtig böse asozial, was hier passiert ist. Und dann haben wir, Noah und ich, nach 2 Minuten im Podcast gemerkt, hier wird's richtig wild. Also ich will einfach Zitat in einem Podcast, ich sag's einfach, ist mir egal. Zitat in einem Podcast war, ich stelle eine Frage, der Gast antwortet wortwörtlich nach 3 Minuten, ey sorry, aber ich hab dir jetzt gerade nicht zugehört. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, okay, ich glaube, dieser Podcast wird sehr wild.
Und dann ging es die ganze Zeit so weiter. Es ging jedes Mal dann, da wurde es noch schlechter und noch schlechter. Und dann kamen Aussagen, wo wir wirklich, wo nur ich uns im Podcast angeguckt haben und gesagt haben, was passiert hier jetzt? Und danach, ich sag euch ehrlich, die Folge war vorbei. Die Personen sind gegangen. Ich bin... mit dem Uber. Ach so, wir, ja, wollten, oh wir wollten ganz normal, wir wollten, also, ihr müsst wissen, zu so einer Produktion, eigentlich ist das sowas, ist ja auch für euch, irrelevant einfach. Irrelevant eigentlich. Aber unsere Gäste werden hergefahren, zurückgefahren, die werden hingeflogen und zurückgeflogen, die werden hin mit der Bahn. Und wenn es sein muss, bekommen die auch ein Hotel, wenn die halt zu uns im Podcast kommen. Wir wollen einfach, dass unseren Gästen gut geht. Ja, ganz das einfach. Wir nicht, nichts ausnutzen. Nein, das ist einfach so, ja. Fertig. Und wir bestellen unseren Gästen immer ein Uber quasi, damit wir zurückkommen, wo sie hinwollen. Und halt ein ganz normales Uber bestellst du halt. Und dann wollen wir das bestellen, dann sagen die zu uns, ach so, kein Business-Uber. Und da, Jerry ist rausgegangen, der ist, gibt so eine Küche, er ist in die Küche gelaufen. Und ich bin ganz ruhig geblieben, ich so, ja, ein ganz normales Uber reicht ja auch, ne? Ich bestelle jetzt ein Uber. Und da habe ich das Uber bestellt, die sind gegangen. Und ich muss wirklich sagen, Jerry war hochprofessionell an diesem Tag. Wirklich, dass er nicht ausgerastet ist, den beiden mit dem nackten Arsch ins Gesicht gesprungen ist, war wirklich alles. Weil es war an Trotzigkeit, Ignoranz und mangelndem Ego. Ich weiß gar nicht, ich habe keine Worte dafür. Nicht zu unterbieten, nicht zu unterbieten. Dieser weißt du, was das Schöne ist? Ich bin erstens richtig stolz auf uns, dass wir es nie veröffentlicht haben. Weil, ich verspreche euch, hätten wir diese Folge online gestellt, die wäre unfassbar viral im Internet gegangen. Bin ich mir ziemlich sicher. Für uns super. Für uns super, aber wir denken uns so, diesen Podcast haben wir erschaffen und auch in der Entwicklung und dann, wie wir auch damit weitergearbeitet haben, es ist ein Safe Place für die Gäste, aber auch für uns und für euch da zu Hause. Und das, was hier passiert ist, war eine reine Vollkatastrophe. Und ich habe mich in meinem eigenen Podcast nicht mehr wohlgefühlt. Und deswegen haben wir gesagt und entschieden, diese Folge mit diesen Gästen, wir wollen die nie wieder sehen und wir werden diese Folge nicht veröffentlichen. Kurzer Fun Fact, wir haben außerdem keinen Kontakt mehr mit den Leuten. Ja, man hat sie mal gesehen und dann war so, hey, na Jelly, ja, also ich auf jeden alles Fall nicht. Gut bei dir und bei mir halt schon. Ich denke mir halt jedes Mal, jeder macht mal Fehler, okay, kommt aber gerne nochmal auf mich zu und lass mal nochmal ordentlich darüber reden. Ich bin da völlig fein mit, aber wir haben dann, nicht mal der Gast hat entschieden, wir nehmen nicht die Folge, sondern wir haben dann im Team besprochen, wir nehmen die Folge nicht. Und dann war das so, dass wir denen eine Nachricht geschrieben haben und gesagt, hey, pass auf, es ist einfach... Wir stehen einfach für ein Safe Place für uns, für die Gäste und auch für die Zuschauer. Und wir haben uns einfach am Ende des Tages gegen die Folge entschieden. Dann kam erstmal ein paar Tage keine Antwort. Da kam nix, nada, niente, noche. Gar nix. Und dann kam ein paar Tage später ein, sorry. Und ich schwöre, also meine Mutter würde sagen, da platzt mir der Arsch. Ja. Da platzt mir der Arsch so. Stimmt. Und das ist einfach scheiße so. Aber ich finde es schön, dass wir jetzt darüber lachen können. Ja. Ich bin sehr, sehr stolz auf uns, dass wir da nicht so sind wie andere im Internet, die sich dann darauf schmeißen und sagen, ist uns doch egal, die waren hier und haben es jetzt gemacht. So, sondern dass wir so gehandelt haben, wie wir gehandelt haben. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also nach den ersten 5 Minuten nach dem Podcast, hätte ich dort aus Emotion gehandelt, hätte es einen Bildartikel gegeben, der vielleicht nicht schön gewesen wäre, bin ich ganz ehrlich. Also ich war wirklich hart sauer. Ihr müsst euch vorstellen, wir stecken so viel Kraft und Liebe in dieses Projekt hier rein. Und wenn dann so Leute kommen und das einfach... Mit Füßen treten, mit nackten Füßen und 100 Jahre nicht gewaschen wahrscheinlich. Scheiße, jetzt habe ich ja die... Naja. Dann ist es halt einfach scheiße so. Und dann war es halt so, aber jetzt können wir drüber lachen, mein Gott. Gott sei Dank können wir drüber lachen, ja. Ist ja auch einfach so, oder? Ja, natürlich. Also das Ding ist, du bist vor allem immer so, Jerry, ganz, wenn was so ungerecht passiert, ist Jerry direkt auf 180. Das ist so, nein, da gibt's doch, ich muss ja auch, lass ihn mal 10 Minuten in Ruhe sagen, okay, warte mal, ich lass dich jetzt mal kurz toben mit einem Tornado, dass du dich mal einmal raus, alles raus, was raus muss. Ist halt eklig einfach und das Gefühl will keiner haben. Das ist wie jetzt, wenn du ein Gemälde malst und du malst da 3 Jahre dran und dann kommt einer und macht so und malt einen Strich drum. Weil es ist halt so, es ist einfach unnötig, es will keiner, soll keiner machen. Wir sind aber auch die Letzten, die nachtragend sind, also wenn du zu uns kommst und sagst, hey Jungs, es tut mir leid, das war scheiße, und dann sag ich, okay, du, die Flasche geht heute auf dich und dann ist auch alles wieder in Ordnung. Ja, und so wird es auch sein, ja, wahrscheinlich. Also ich glaube auch, dass man irgendwann wird nochmal ein Gespräch kommen. Safe. Aber was da passiert ist, Vollkatastrophe. Zu dem Zeitpunkt Vollkatastrophe, stimmt. Oder? Ja. Kann man so gut abschließen, Punkt. Ja. Punkt. Ende aus Mickey Mouse. Ja. Aber hast du irgendwie, wo du sagst, so, boah, du hast richtig Bock, so in der nächsten Staffel, weil es wird ja nicht nur eine nächste Staffel geben, sondern noch ein paar weitere. Hast du einen Gast, wo du wirklich so wirklich unbedingt, egal wie viel teuer er wäre, wenn man ihn einkaufen müsste. Okay, ich sag dir ehrlich. Sag mal einen Gast. Wir haben jetzt bald EM. Und ich würde schon sehr, sehr, sehr gerne einen Fußballer hier haben. Egal, also sei es zum Beispiel Christopher Trimmel von Union. So, du weißt ja, ich bin Union-Fan. Mhm. Christopher Trimmel wäre richtig krass. Also Christopher Trimmel, ich möchte dich hier sehr gerne in unserem Podcast haben.
oder natürlich auch andere Fußballer. Ich sag dir ehrlich, die Fußballbandbreite ist schön. Ich würde sehr, sehr, sehr gerne einen Fußballer hier haben. Also wenn ihr mich überraschen wollt, wenn ihr, dann macht gerne einen Fußballer. Mhm. Oder natürlich Schauspieler. Also ich würde schon gerne auch so Schauspieler oder Steven Gätjen. Wäre überkrass, wenn Steven Gätjen hier wäre. Einfach so, ich glaube, manchmal ist der Podcast für uns so ein bisschen so auch in der Schule. Mhm. So. Und manchmal, wenn wir haben oft ja schon, wenn wir Gäste hier hatten, Gespräche hatten, ist es ja immer was für euch. Aber ich sag euch ehrlich, wir nehmen auch unfassbar viel davon mit. Ja, jedes Mal. So. Und dann sind manchmal Gäste hier und dann reden wir danach, nach dem Podcast darüber und haben so gesagt, so, ey krass, der Blickwinkel ist gut. Oder wir machen das jetzt ähnlich oder irgendwie so. Also das ist schon manchmal eine schöne Schule. Deswegen so große Entertainer-Legenden würde ich sehr, sehr fühlen. Sehr, sehr fühlen. Bei dir? Ich bin echt gerade am Überlegen die ganze Zeit, weil also ich habe auch so jetzt, ich war jetzt mal wieder ganz frech und ganz rotzfrech, ich habe international so direkt gedacht. Ja, ich meine hier in Deutschland. Also international würde ich sehr gerne Katy Perry hier haben. Soll ich, okay. Sag ich jetzt einfach mal so, vielleicht ergibt es hier die Möglichkeit irgendwann Katie, mal. Würde ich jetzt, lass dich ein auf Englisch wirklich. Jetzt. Hello, deine zwei Minuten. Okay. Hello my dear, hello my princess. I would like to invite you to the best podcast in the world. It's called Chaos for Anfänger. I have a seat for you here right next to me and I would love to sing Firework with you. Baby, you are my firework. And when I make this Einladung, you come twice. Also Katy Perry hätte ich schon sehr gerne, aber wenn wir deutschlandmäßig denken, hätte ich glaube ich sehr gerne hier Shirin David hätte ich, ich weiß nicht, würde ich nicht nein sagen auf jeden Fall, weil ich sie übertrieben cool finde, aber ich glaube wen? Ja, Sido. So. Sido wäre auch überkrass, wenn er hier wäre. Also wenn Sido hier sitzen würde, dann ich glaube, ich würde auch heulen. Bin ich ehrlich. Also Sido wäre schon ganz krass. Ich finde Michelle ganz toll, die Sängerin, die Schlagersängerin Michelle. Ja, okay, aber auch einfach nur, weil du das auf 24/7 singst. Ja, die mag ich auch sehr gerne. Aber ich habe gar keinen Favorite hier in Deutschland, fällt mir gerade ein. Was ist mit Booster Nell zum Beispiel? Also den feiere ich übertrieben krass, aber das ist jetzt keiner, den ich mir übertrieben wünsche. Also, nein? Wenn er hier wäre, ich würde schreien. Aber das ist keiner, wo mein Herz sagt, aber den würde ich mir voll gerne hier mal wünschen. Für mich persönlich, nur für mich persönlich. Ich würde mir voll gerne mal wünschen, dass Noah? Noah Bibbles. Mit dem würde ich sehr gerne einen Podcast machen. Meinst du? Mhm. Okay. Ja, nee, ich dachte, da kommt jetzt so und ich wünsche mir, dass ich mit Jerry Podcast mache. Ey, ach so. Digga, wirklich. Junge, kannst du ja jemand anderen suchen, einen Podcast weitermachen, nächste Staffel. Du bist so eine Zicke heute schon wieder, ne? Ja, wirklich. Was ist das denn? Wirklich Zicke. Zieh den Tampon aus der Muschi. Wer sagt das immer? Ich nicht. Warum bist du jetzt so? Zurück zu dem wichtigsten Thema. Zu dem eigentlichen Thema, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich wünsche mir hier drin ganz einfach die Katja Riemann. Die Chantal wünsche ich mir, oh mein Gott, ja. Ach so, Katja Riemann, die Schauspielerin. Ja, aber so. Ich wünsche mir Chantal hier. Und Elias Mbarik auch. Den ganzen Cast wünsche ich mir hier. Von? Goethe. Einfach Goethe. Ja. Also auch mit Max und so. Chantal, ja, Max, oh ja. Aber Chantal würde ich schon sehr gerne hier haben. Ja. Ja, die würde ich schon, Jella Hase heißt sie. Jella Hase. Die würde ich schon, die finde ich cool, die finde ich richtig cool. Das wäre schon krass, freuen, ne? Der würde ich mich freuen. Krass wäre auch Fariyadim. Mhm. Fariyadim wäre auch krass. Den finden wir also todlustig, Leute. Vielleicht antwortet er ja. Hi Fari, kurze Frage. Ihr wolltet ja auch Jerks neu produzieren und wir hatten eine Neuauflage für euch. Holt uns doch einfach mal mit. Ihr braucht doch gar nicht casten, weil das können wir direkt überspringen, das Ding. Ich brauche auch kein Drehbuch, weil das würde auch sowieso schief laufen. Also macht euch keine Sorgen. Diese Witze werden so lustig. Wir werden das machen. Wir würden Jerks machen? Ja. Nein. Ich würde dich anschauen, ich würde mich bepissen jedes Mal. Weil du weißt, was das Ding ist? Wir bräuchten, glaube ich, wirklich kein Drehbuch. Nee, ich glaube auch nicht. Wirklich. Leute glauben manchmal nicht. Klar, im Internet ist viel gestellt. Also ich kann es jetzt mal droppen. Also die Videos, die wir in meinem Badezimmer machen, wenn ich Farbe an mir dran habe und ich schreie so. Und du sagst, oh, wie ist das denn jetzt passiert, ist 100% gestellt. Hm? Überraschung. Aber so die Sachen, es gibt wirklich Dinge, wo Leute sagen, ja, verarsch uns jetzt nicht. Und wir sagen, ja doch, doch. Und das ist, also ich sag dir, ein Jerks-Drehbuch brauchen wir nicht. Weil wir wollen einfach nur zu uns kommen. Kommt. Nein. Christian Ulm, Fariyadim, kommt zu uns nach Hause. Ernsthaft? Und nimmt eine Kamera mit. Eine Folge. Reicht schon. Und ihr werdet euch selber bezeugen. Und wir werden es euch erzeugen. Wir werden es euch bezeugen, dass wir es wert sind. Ba-da-ba-ba-ba. Ich liebe es. Scheiße. Ach ja, Kacke. Immer haben wir so eine geile Sache und dann komme ich von der Ecke. Und scheiß entweder mit meinem scheiß Gelispel rein oder mit meiner unnuscheligen Art.
Zumindest jetzt nicht mal das verstanden, was ich gesagt habe. Naja, gut. Gut. Das ist dann doch wieder ein Short, was wir wegschmeißen können und gut. Nicht mehr hochladen können. Das ist was mit Kasper Anfänger. Ciao. Ja, also du würdest den Fackel Goethe-Cast ja gerne hier haben. Also ja. Hase, würde ich mich sehr freuen. Ich würde mich sehr über Michelle freuen, die Sängerin, weil Träume haben Flügel. Sie wissen, wo sie hingehören und bringen dich zu jedem Ort. Leute, schreibt uns doch mal in die Kommentare, wen ihr gerne hier haben wollen würdet. Einfach mal, schreibt doch einfach mal rein. Vielleicht erfüllen wir ja auch eure Träume. Von Katy Perry bis Sido ist da alles bei. Also, da ist jemand, jeder hat da Platz, ne? Boah, weißt du, auch geil wäre, wenn wir so Ben Lexer hier hätten. Wer ist das nochmal? Ich kenne den Namen, aber... Das ist dieses... Oh, der so im Mülleimer immer war und an Scheiße geschnüffelt hat und so. Der auf Facebook damals so sehr viral gegangen ist. Ben Lexer. Ich war auch bei Katja Krasowitsch im Musikvideo damals. Den Namen kenne ich auch. Andersrum. Katja Krasowitsch war in seinem Video damals. Ich kenne ihn vom Namen auch, aber ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ben Lexer, Junge. Der Scheiße riecht? Ja, Junge, das ist eine Legende. Für mich damals absolute Legende. Ich würde mal gerne wissen, was macht er jetzt? Wo ist der? Was tut er? Ben Lexer, wenn du das hier hörst, das ist deine persönliche Einladung in den Podcast Chaos für Anfänger. Komm rein. Komm rein, bring die Scheiße mit, setz dich hin und erzähl uns. Was? Ja, was denn? Wir wollen zum Fladen mit dir nächstes Mal. Aber das wäre krass. Das ist echt cool. Du hast keine Ahnung, wer es ist, ne? Aber ich freue mich auch, den kennst du dann einfach. Ich weiß ja nicht, was er mir erzählen will, aber er hat bestimmt was zu erzählen. Wenn er nicht gestorben ist, dann schnüffelt er heute noch an sich Scheiße. Jamin. Wer? Linus. Warum? Kenn ich schon. Ja, wir haben es gestern gesehen, das erste Mal persönlich und es war richtig süß alles und alles voll cool und so, aber wir wollen uns heute Abend noch im Podcast nochmal sehen, aber ich habe gesagt, ich glaube, ich traue mich nicht. Willst du jetzt eine oder später? Nee, gar keine. Hör mir mal zu. Ich weiß doch und du weißt ganz genau, du siehst gut aus, ja. Bist halb witzig, ja, so alles mit riechst auch gut mit Bruno Banani Man. Also was machst du für Gedanken? Ich weiß, ich habe einfach nur ein bisschen Angst, dass es ein bisschen cringe wird. Es wird nicht cringe. Du hast recht. Es kann dir gar nichts schiefgehen eigentlich jetzt. Richtig. Ich sehe, was auf uns zukommt. Noah, das Einzige, was auf mich zukommt, ist deine Langeweile. Hör mal auf mit deinem Wahrsager. Ich hab nichts mit Wahrsager. Putz die mal nicht. Stopp. Oh Gott. Ist hier eine Eingebung. Du wirst eine Überraschung am Rand erleben. Was die Kugel gemeint, die redet immer Junge, in so Rätseln. Ich hab von Pizza Hut eine Cheesy Crust gekauft. Natürlich ist da Käse im Rand und die ist unfassbar geil. Überraschung. Die Kugel hatte recht. Willst du mich jetzt verarschen? Du musst kein Wahrsager sein, um zu wissen, dass die Pizza von Pizza Hut geil ist. Da hast du auch wieder recht. So, wir sind wieder frisch aus der Pause. Und natürlich, meine lustigen Pausenintros können wir uns heute mal sparen, aber wir kommen mal zu den wichtigen, lustigen Sachen, die wir hier haben. Leck mich die Füße, Alter. Nee, ich mach die nächste Pause, machst du. Kein Bock mehr. Jedes Mal blamier ich mich hier vor der ganzen Nation einfach. Jedes Drecksmal. Was ich sagen wollte, die lustigsten Situationen, die passieren natürlich auf On-Cam, aber die allerwichtigsten, witzigsten Sachen passieren, finde ich, off-Cam. Oder nicht? Wollen wir den Satz einfach nochmal von vorne an und sag's einfach nochmal. Einfach nochmal. Mit der Pause nochmal alles? Ja, als hat ja kein Mensch verstanden, was du gerade eben gesagt hast. Okay. Wir sind zurück aus der Pause und natürlich in der Pause passieren die witzigsten Sachen. Und nicht nur in der Pause, sondern auch bei uns, wenn die Kameras aus sind, passieren die lustigsten Sachen. Bei den witzigsten Sachen gibt's hier nicht on-cam. Was war so dein lustigster Moment hier? Off-Cam? Ich hasse dich wirklich, so dumme Tuse. Ja, aber ich kann doch nichts dafür, dass du nicht die Wörter anlässt. Du lachst, du drehst mich aus und legst mich hier. Ich lache mit dir, nicht über dich. Ja, du lachst mit dir über mich. Ja. Ja. Also, ich glaube, hast du jetzt einen Kieferbruch? Ich habe schon seit Tagen Kieferschmerzen. Warum denn das? Weil ich beim Chiropraktiker war und der hat mich so eingerenkt. Du warst beim Chiropraktiker, hast jetzt Kieferschmerzen. Sieht ja gut du aus. Du jetzt mal wieder, das auch so nicht bezahlt habe. Nein, der hat mir den Atlaswirbel wieder eingerenkt und damit meinte, dass mein Gesicht die ganze Zeit schief steht. Leute, der Junge hat jetzt einmal, und ich schwöre euch, dass es jetzt wirklich war, er hat jetzt einmal ein neues Wort gelernt, Atlaswirbel, und der hat das jetzt mindestens schon das fünfte, sechste oder siebte Mal gesagt. Ich kannte das schon lange vorher, ja, Jerry. Jedes Mal, wenn du jetzt die Chiropraktika-Sache erzählt hast, hast du jemals erzählt, Leute, ja, er hat mir auf jeden Fall gesagt, dass der Atlaswirbel nicht gut bei mir steht. Das hast du jetzt jedes Mal, studier doch. Werd Arzt. Ich wollte gerade schon wieder was sagen, aber es wird dann nachher hier falsch interpretiert alles. Was ich sagen wollte, er hat mir den Atlaswirbel eingerenkt. Und das ist quasi der Wirbel, müsst ihr euch vorstellen, das ist euer. Ach komm, halt die Schnauze Wirbel. Jetzt, wirklich, halt die und Schnauze. Und darauf jetzt. Kommt dann quasi der Kopf drauf, das ist dann draufgesetzt. Und der war halt bei mir sehr doll gefährdet. Und er hat mich halt wieder eingeknackst und dadurch, weil er meinte, dass mein Gesicht schief steht die ganze Zeit. Und ich so, wie? Mein Gesicht steht schief. Und man sagt, ja, du hast ein schiefes Gesicht. Weil du halt
quer, also kacke hängst. Bei dir war auch alles schlimmer als bei mir, ne? Hab ich gar nicht gesagt. Nee, frage ich ja nur. Nee. Achso, okay. Dumme Sau, wirklich. Ja, weiß ich ja nicht. Und auf jeden Fall hatte das zur Folge, dass mein Gesicht quasi sich dann wieder in die richtige Richtung verschoben hat und ich deswegen Kieferschmerzen habe seit 2 Tagen. So. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Du wolltest die lustigsten Ereignisse in unserem Podcast erzählen. Ja, die lustige Sache, die passiert ist, muss ich wirklich sagen, das war der Wahnsinn. Lachkick, ne? Das war zum Schreien. Das war zum Schreien, wirklich. Da würde ich mich heute noch in die Ecke schmeißen, jedes Mal. Wir hatten letzte Staffel ja hier eine ganz schöne Tafel. Die Tafel war groß, 4 Meter, 5 Meter groß. Aua. Ja, so eine Tafel muss ja auch dann entsorgt werden. Und wir haben die halt bei einem guten Freund von uns auf den Schrottplatz gebracht. Genau. Und ja, da liegt sie wahrscheinlich heute noch, bei dem, wenn er sie nicht verwertet hat. Das war auch sehr lustig. Wir müssen, nein, das kann ich alles gar nicht erzählen. Warum denn? Ja, erzähl du mal. Du bist richtig eklig. Du bist so einer von denen so, du bist richtig eklig. Warum machst du sowas? Warum bin ich denn eklig? Ja, weil du mich jetzt dieser Sache hier aussetzt und ich weiß nicht mehr, was ich jetzt dazu sage. Du hast mich gerade 5 Minuten vor ganz Deutschland vorgeführt hier. Du musst doch nochmal mich wiederholen. Weil ich hab dich nicht verstanden. Doch, hast du. Ja. Hast du. Und jetzt erst mich auch noch nach. Kannst du mal halt immer Neues suchen. Nein, es waren einfach witzige Storys, die so passiert sind, weil, Leute, wir sind ja auch nur Menschen und wir wissen ja auch irgendwann nicht mal, was wir mit den Dingen anstellen sollen. Und deswegen ist jetzt zum Beispiel hier bei dem Zirkus, sind wir mit einer Zirkusverleihfirma unterwegs. Kannst du bitte mal wiederholen, ich hab dich nicht verstanden. Und da ist es jetzt so, dass wir zum Anfang, wo wir die ganze Sache geplant haben, also eventuell liegt der Fehler so ein bisschen bei mir, weil ich habe halt, da war eine Verleihfirma und die meinten so, ja, hier, und ich habe extra mit dem telefoniert und ich habe schon gemerkt, beim Telefonat, er hat nicht so Bock auf mich, weil ich einfach keine Ahnung, ich wusste, was ich will, aber ich habe gemerkt, er hat keinen Bock auf mich, weil er merkt, dass ich keine Ahnung habe, was Größen und so angeht. Und da sagt er so, du willst den Artisteneingang groß? Und ich so, ja klar, groß, du musst ja sehen, muss ich mal im Video sehen. Also du willst den Großen? Ich so, ja, ich will den Großen. So, und so war das mit allen Sachen, die hier, der Manegenplane und den Manegenkisten, so. Dann kommt er hier an dem ersten Tag, wo wir auch wirklich nur den Tag haben zum Aufbauen und auch nicht viel, weil wir am Abend natürlich auch noch die Technik aufbauen müssen. Kommt hier rein und sagt so, ja Jungs, also, der Artisteneingang, der passt hier nicht rein. Ja, das hätte er doch mal vorher sagen können. Ja, ehrlich. Ja. Der war richtig gemein zu uns die ganze Zeit. Der hat uns immer so rumgescheucht. Ja. Und meine so, geht das mal zum LKW? Und wir so, wir können das doch gar nicht tragen. Das ist so viel zu so, geht zum LKW, ich komme gleich. Und dann stehen wir dann da draußen mit so einer riesen... So halben Genickbruch bekommen. Ja, Mann. Aber Ende der Geschichte... Ende der Geschichte ist auch einfach, dass wir dann hin und her gefahren sind, dann die kleinen Sachen bekommen haben. Und irgendwie merke ich jetzt gerade, dass es gar nicht so witzig war. Nee, ich habe auch... Weil das alle Witzige können wir halt nicht erzählen. Weil sonst würden wir halt einfach schlecht reden. Na, lass mal ein bisschen. Nein. Was willst du denn sagen? Ja, dass er immer so Tobsuchtsanfälle hatte. Er saß hier dann so, alle waren ruhig, man sieht, was machen wir jetzt? Dann macht er so, ja, dann machen wir. Ja. So hat er jetzt gemacht. Ich war schon wieder laut, ich krieg nachher wieder einen aufs Maul dafür, dass ich wieder so laut reingeschrien habe. Aber so war er. Und da standen wir und wir mussten uns umdrehen, weil wir so gelacht haben. Sag mir ehrlich, mein Gott, wenn er sich's anhört, er war einfach richtig unsympathisch. Er war richtig unsympathisch zu uns. Also, dankeschön, aber am Ende brauchen wir uns nicht bedanken, dass wir das zahlen hier, dass wir hier drin stehen. Wir zahlen dafür. Und er hat uns das Gefühl gegeben, als ob wir die dümmsten Menschen auf dem Planeten wären. Und wir halt, sorry, dass wir halt so einen Zirkus aufgebaut haben, du Clown, Jarak. Wirklich. Oh. Das müssen wir. Ach mein Gott, ist mir egal, mein Gott. Der weiß eh nicht, was das heißt. Ja, außerdem, wenn das hier online ist, dann haben wir es schon wieder zurückgegeben. Haha, Ultimate, Lutschi, Lutschi. Er hat uns einfach nicht so fair behandelt, müssen wir einfach so sagen. Das stimmt. Und wir sind einfach, ich glaube auch Nord, die sind halt so witzige Personen. Und wenn wir dann auch so jemanden treffen, der so unfassbar depressiv ist, da ist einfach, wir haben so Witze gemacht. Maraschole. Wirklich. Hör auf jetzt. Okay. Das ist echt ehrenlos. Ja, auf jeden Fall haben wir so Witze gemacht. Und dann denkst du dir, ja lach jetzt halt mal. Und jedes Mal kommt halt so ein, wir müssen jetzt auch das und das machen. Also ich möchte jetzt, dass wir hier alle zusammen an die Kasse anfassen, weil das ist schwer. Und passt auf, es ist wirklich schwer. Ja, wir haben verstanden, dass es schwer ist. Lass uns jetzt einfach mal bitte machen. Aber ihr hättet auch euch mal sagen können, dass ihr ein paar starke Jungs braucht, weil ich habe Arthrose in den Knien, ich habe Skoliose und meine Arme sind jetzt auch nicht die stärksten. Also dass wir das da hingehauen haben, muss ich wirklich Jerry und Flo bedanken und den Helfer auch. Weil ich habe immer halt nur ich habe jetzt so gemacht. Welcher Helfer? Der Mann, der Böse. Achso, der andere auch. Ja, nee, nicht der andere, der Kleine. Und Mönchen, den Großen. Der WWE-Spieler, meinst du? Na, Jerry! Es tut mir doch leid. Das Ding ist halt, dass ich manchmal... Wir haben ja einfach ein bisschen gefressen. Ja. Aber, ja. Das Ding ist halt einfach wirklich, dass wir beide halt auch... Das ist das Problem, ne? Nee, wir müssen jetzt aufhören. Dass wir halt einfach lachen halt generell gerne viel. Und halt, wir machen uns nie über Leute lustig. Das würde ich euch niemals so sagen.
Aber wir machen uns gerne, wir lachen halt einfach gerne über Sachen. Weißt du, manchmal sind die Lachen halt auch so lustig, dass wir halt auch nur wir lustig finden. Und wir halt dann auch immer halt so unangenehme Momente haben wir dann, weißt du. Und, aber das sind die Momente, die halt das Leben schreibt, wisst ihr. Und wir feiern das so sehr ab, dass wir so eine Granaten sind. Guck mal, wir haben zum Beispiel, vielleicht haben wir es einfach mal zu erklären, wir haben einfach so Momente, wir lachen über Sachen, worüber andere nicht lachen. Nee. Und das ist aber ein Fakt. Also manche denken immer so, oh, wir sind so lustig, aber nein, wir lachen wirklich über Sachen, wo man vielleicht auch einfach nicht lachen sollte. Ja. Zum Beispiel, sag mal eins, was du jetzt gerade im Kopf kommt, du hast was im Kopf und ich weiß. Nee, kann ich jetzt nicht sagen. Sag mal. Nee, das geht wirklich gar nicht. Der Maracholle? Ja, zum Beispiel. Okay, ja, aber okay. Das meine ich nicht. Was denn? Aber das sind, sag doch mal jetzt. Nee. Doch, sag nee, bitte. Kann ich jetzt nicht. Kann ich wirklich nicht. Okay, schade. Muss ich später sagen. Ja. Ich kann einen Hinweis geben. Nee, ja? Kann ich nicht. Bitte. Oh, ich weiß auch. Sag mal. Nein, das kann ich auch. Das sind wir gecancelt. Dann sind wir gecancelt. Dann können wir direkt den Podcast sein lassen. Ja. Es gibt eventuell sogar ich für ein Short, was wir vielleicht hochladen, was wir vielleicht nicht hochgeladen haben, wo wir auch Sachen halt einfach witzig finden. Wir finden einfach Sachen witzig, die andere nicht witzig finden und damit beißen wir uns manchmal halt vielleicht auf die Zunge. Aber das ist okay. Aber weißt du, was ich viel schlimmer finde? Die Leute sagen, oh mein Gott, ich bin genauso crazy wie du. Nee. Bist du nicht. Geh nach Hause, vergrab dich, lass mich in Ruhe. Das ist die aller. Am besten sind die, wenn du daten willst oder wenn du auf Tinder oder sowas bist oder keine Ahnung, dann, boah, wir passen so gut zusammen, ich bin genauso crazy wie du. Dann denke ich mir so, die Leute, die so crazy sind wie ich, die werden sowas niemals sagen. Die würden niemals sagen, ach, guck mal, ich bin so lustig. Nein. Und ich matche die auch dann. Also wir sind ja auch so welche, wir lachen halt darüber, wenn jemand Pimmel sagt. Man sitzt halt einfach da und lachen halt darüber. So ganz ernsthaft, und das ist so ein Gespräch, ich hab schon wieder gegengehauen, es tut mir leid. Wir sind so ein ganz ernstes Gespräch, und einmal sagt jemand so, ja, und dann war ich auch beim Arzt und dann hatte ich Eiter am Pimmel. Das ist halt lustig, weißt du, wenn das halt auch noch so ernst gemeint ist und das ist halt so eine Situation, wenn man nicht lachen sollte eigentlich, ist es alles nochmal viel, viel schlimmer. Und ist doch scheiße, ist mir Jucke. Mein Gott. Ja. Ja, die Leute hier waren kacke. Punkt. Ja, waren echt scheiße. Die haben halt einfach keinen Humor verstanden. Der Filzstift. Der Filzstift? Ja. Verstehe ich nicht. Der WoW-Spieler. Also, der WoW-Spieler. Ja. Naja. Ja, gut, dann. Gut. Vielleicht sollten wir auch jetzt hier abbrechen. Ja, das war blöd jetzt auch. Ne? Ich brauche gar nichts. Ich brauche auch nichts. Ich weiß, was ich mache. Bestell da nochmal. Wenn wir nochmal einen Zirkus brauchen. Aber sonst sagen wir direkt so, du bist scheiße. Bring mal den WoW-Spieler mit. Na, jetzt hören wir auf. Jetzt reicht's. Das ist Mobbing. Nein, es ist nicht. Leute, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch Daumen auf jeden hoch. Fall eine 5-Sterne-Bewertung da. Hast du gesehen? Ich mach so, lasst einen Daumen hoch da. Bah! Was machst du denn? Ich hab's so gemacht. Lasst einen Daumen hoch da. Und drückt aufs Abonnieren-Button mit der ganzen Faust. Leute. Oh, cringy. Ja, jetzt bist du wirklich zum Schluss, wirklich ein bisschen cringy. Mann, naja. Wegen dir. Warum denn wegen mir? Ich hab überhaupt gar nichts gemacht. Ja, das sage ich immer, die Leute, die alles waren. Leute, Kuss auf die Augenbrauen. 5-Sterne-Bewertung, ganz wichtig. Und nehmt das Leben nicht so ernst. Genau, nehmt das Leben einfach nicht so ernst. Lacht mal ein bisschen öfter und genießt einfach mal die kleinen Dinge. Die kleinen Dinge im Leben. Lacht mal über die kleinen Dinge im Leben. Ja. Wenn der Mami zur Papi sagt, ciao. Ciao einfach, ciao. Bin ich mal. Scheiße. Ja, das war. Wir können nie wieder einen Zirkus bestellen. Ja, nicht bei dem auf jeden Fall. Er wird das hundertprozentig sehen. Doch, safe. Bin der froh, wenn er ist so doof dafür. Ja, der ist in so einer Galaxy. Da kommt er. Wo ist denn hier YouTube? Okay, komm. Lass es. Mein Gott, das strapaziert meine Nerven. Okay, Kaderlot. Hä? Was für. Hör auf, mich zu vergleichen! Ah! Vergleichst du jedes Mal mit irgendjemandem? Das stimmt gar nicht, das mache ich gar nicht oft. Das mache ich überhaupt nicht oft, doch. Das stimmt nicht. Katalot, Kim Victoria, hast du gesagt. Kim Victoria? Ja, hast du zu mir gesagt. Wann habe ich denn zu dir Kim Victoria gesagt? Die macht LOL. Ja, weil es ja so ist. Aber darf ich dir, dass ich nie wieder in meinem Leben LOL sage? Komischerweise hast du es seitdem aber nicht mehr gemacht. Ja, weil mich das genervt hat. Weil ich deswegen dachte, nö, ich will nicht jedes Mal. Nee, es ging gar nicht um LOL. Es ging ja gar nicht um LOL. FUN, habe ich gesagt. Es ging um Abkürzungen generell. Nein. Du hast auf einmal angefangen. Es ging ums Buchstabieren. Gib mir mal bitte das TB, Toastbrot. So hast du auf einmal angefangen zu reden. Nein, ich habe gesagt, gib mir mal das TOSTB, habe ich gesagt. Ja. Ja, das hast du vorher noch nie gemacht. Das macht sie aber auch nicht. Das hast du noch nie gemacht. Aber das macht sie gar nicht. Das hast du aber. Das macht sie gar nicht. Sie sagt zum Beispiel, boah, voll LK, Lachkeks. So, natürlich redet sie so. Ich gehe jetzt auf ihre Insta. Nein, sie macht. 100 Euro Wette? Nein. 100 Euro Wette? Sie macht das ja. Aber ich mach das anders. Was machst du denn anders? Ich mach zum Beispiel so, ist so, boah, Jerry, ich hab gerade verloren auf KETC, Ketchup. So mach ich. Ketchup.
Das ist doch genau das Gleiche. Sie macht eine Abkürzung für etwas und sagt dann, dass was richtig heißt. Ich buchstabiere das Wort einfach nur. Nein, doch, Moment. Nein. Das machst du mal, buchstabierst du mal, nein. Machst du Abkürzung. Das ist voll FUN, sag ich die ganze Zeit. Das ist voll FUN, voll fun. Aber seit wann machst du das denn? Einfach irgendwann damit angefangen. Einfach so, wo es da war. Jerry, weißt du was, leck dich. Warum selber. Willst du mich hier wieder lecken? Dich selber? Nee. Doch. Aua. Kammer. Verdient. Kleine Bitch. Boah. Du bist gar nicht. Ja, was denn? Es ist mir gar nicht wert, aufzustehen. Geh. Ich da. Ja, du kannst ja nicht mal auf den Boden. Hä? Du hier, ich da? Ja, komm, schweig. Du hast ja falsch rum gesagt. Ja, natürlich, und du bist sogar noch mal eingestiegen, du Trottel. Du hier, ich da. Komm. Nee. Das ist voll FOL. Du bist ohne Trottel. Ja, das ist ein LK Lacta. Ein riesengroßes Dankeschön geht raus an unsere Partner Bruno Banani, Pizza Hut und Uniqlo. Denn ohne euch wäre das alles hier nicht möglich gewesen. Kuss.